Umstellung von technischen Formeln. Gelegentlich findet man Auszubildende oder Schüler aus der Sekundarstufe 1 und 2, die technische Formeln umstellen müssen und Hilfe im Internet suchen. Dieses Video gibt euch eine Möglichkeit, technische Formeln mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zu testen. Falls ihr noch keine Übung im Formelumstellung habt, solltet ihr euch zunächst mein Video Formelumstellung anschauen, in dem ich zugrunde liegende Umstellregeln beschreibe, die ich für dieses Video voraussetze. In diesem Video erfahrt ihr, wie unterschiedlich schwere Formeln aus der Physik, insbesondere aus der Elektrotechnik, Mechanik und Wärmelehre umgestellt werden. Da der Schwerpunkt nicht auf der physikalischen Bedeutung liegt, verzichte ich auf eine Erläuterung der Formelzeichen, die hier auch diesen Rahmen sprengen würde, und beschränke mich auf den mathematischen Teil der Formelumstellung. Viel Erfolg beim Zuschauen. Erste Aufgabe. 1/2 m mal v² gleich Weg hin nach v umgestellt. Multiplizieren wir zunächst mit 2, teilen durch m und ziehen die Wurzel. V gleich Wurzel aus 2 mal Weg hin durch m. 2a 1/2 ds² gleich ws. Wir stellen nach d um. Multiplizieren mit 2 und teilen durch s². D gleich 2 mal ws durch s². Sehr häufig kommen auch Formeln dieser Form vor. 2b. I1 verhält sich zu I2 wie n2 zu n1. Nach n1 umgestellt nehmen wir zunächst über Kreuz mal und multiplizieren n1 mit I1 und I2 mit n2. I1 mal n1 gleich I2 mal N2. I1 dividiert ergibt sich N1 mit I2 mal N2 durch I1. Dritte Aufgabe. G mal T² durch 2 gleich S. Wir multiplizieren mit 2, teilen durch G und ziehen die Wurzel. T gleich 2 mal S durch G. Vierte Aufgabe. F mal S mal Cosinus Phi gleich W. Wir stellen nach Phi um. Dazu dividieren wir durch f mal s und verwenden die Umkehrfunktion vom Cosinus, nämlich Cosinus hoch minus 1. Phi gleich Cosinus hoch minus 1 von w durch f mal s. Fünfte Aufgabe. Die gleiche Formel soll diesmal nach s umgestellt werden. Dazu teilen wir durch f mal Cosinus Phi und erhalten s gleich w durch f mal Cosinus Phi. Sechste Aufgabe. V0 mal t plus 1/2 at² gleich s. A umgestellt, subtrahieren wir zunächst V0 mal t, multiplizieren mit 2 und teilen durch t². A gleich s minus V0 mal t in Klammern mal 2 durch t². Siebte Aufgabe. 2 Delta mal Cosinus Alpha durch Gamma mal r gleich h. Wir wollen nach Alpha umstellen. Wir multiplizieren zunächst mit dem Nenner, Gamma mal r, teilen anschließend durch 2 Delta und verwenden die Umkehrfunktion vom Cosinus. Dann ergibt sich Alpha gleich Cosinus hoch minus 1 von h mal Gamma mal r durch 2 Delta. In der achten Aufgabe soll die gleiche Formel nach r umgestellt werden. Dazu müssen wir nur h und r miteinander austauschen. Das macht man, indem man mit r multipliziert und durch h teilt. R gleich 2 Delta mal Cosinus Alpha durch Gamma mal h. In den folgenden Aufgaben habe ich die Operationsbefehle und Lösungen mit Schablonen abgedeckt. Zur Selbstkontrolle stoppt das Video jetzt bitte und schreibt die Lösungen auf. Danach könnt ihr euch die Lösungen anschauen und schwierigere Aufgaben wiederholen. Viel Erfolg! Die erste Aufgabe soll nach V1 umgestellt werden. Dazu multiplizieren wir mit 2, dividieren durch Rho mal der geschweiften Klammer und ziehen die Wurzel. V1 gleich Wurzel aus 2 mal Delta P durch Rho mal in geschweiften Klammern A1 durch A2 zum Quadrat minus 1. Zehnte Aufgabe. P1 minus P2 durch 4 Eta mal L mal in Klammern Groß R Quadrat minus Klein R Quadrat gleich VR. Soll nach Groß R umgestellt werden. Wir multiplizieren mit dem Kehrwert dieses Bruches mal 4 Eta mal L durch P1 minus P2, addieren klein r Quadrat und ziehen die Wurzel. Groß R gleich Wurzel aus VR
mal 4 eta L durch P1 minus P2 plus klein r Quadrat. Im 11. Beispiel wird die gleiche Formel nach L umgestellt. Dazu multiplizieren wir L und teilen durch Vr. L gleich P1 minus P2 durch 4 eta Vr mal groß r Quadrat minus klein r Quadrat. 12. Beispiel. Alpha 1 gleich L2 minus L1 durch L1 mal T2 minus T1. Wir stellen nach L1 um. Dann kommt ja L1 im Zähler und Nenner vor. Deswegen multiplizieren wir mit dem Nenner mal L1 mal in Klammern T2 minus T1. Alpha 1 mal L1 mal in Klammern T2 minus T1 gleich L2 minus L1. Wir addieren L1. L1 mal Alpha 1 mal in Klammern T2 minus T1 plus L1. Nun können wir L1 ausklammern. L1 mal in Klammern Alpha 1 mal T2 minus T1 plus 1 gleich L2. Zum Schluss teilen wir durch die blaue Klammer. L1 gleich L2 durch Alpha 1 mal in Klammern T2 minus T1 plus 1. 13. Aufgabe. CW mal 1 halb Rho mal V Quadrat mal A gleich FW. Wir stellen nach V um, multiplizieren mit 2, teilen durch CW mal Rho mal A und ziehen die Wurzel. V gleich Wurzel aus 2 mal FW durch CW mal Rho mal A. Ihr könnt nun wieder das Video stoppen und euch zunächst die Lösung selbst überlegen. 14. Aufgabe. 1 durch R1 plus 1 durch R2 gleich 1 durch RG. Wir wollen nach R1 umstellen. Dazu subtrahieren wir zunächst 1 durch R2. 1 durch R1 gleich 1 durch RG minus 1 durch R2. Wir multiplizieren nun mit dem Hauptnenner RG mal R2 mal R1. RG mal R2 mal R1 durch R1 gleich RG mal R2 mal R1 durch RG minus RG mal R2 mal R1 durch R2. Nun kürzt sich hier R1 raus, hier RG und hier R2. R2 mal RG gleich R1 mal R2 minus R1 mal RG. Hier können wir nun R1 ausklammern. R1 mal R2 minus RG gleich RG mal R2. Zum Schluss teilen wir durch die Klammer R2 minus RG. R1 gleich RG mal R2 durch R2 minus RG. 15. Beispiel. N0 mal E hoch minus Lambda T gleich N soll nach T umgestellt werden. Wir dividieren zunächst durch N0. E hoch minus Lambda mal T gleich N durch N0. Um jetzt an das T heranzukommen, stört uns ja das E. Die Umkehrfunktion von E hoch X ist ln X. Minus Lambda T gleich ln von N durch N0. Nun teilen wir durch minus Lambda T gleich ln von n durch n0 durch minus Lambda. Wenn Zähler und Nenner mit minus 1 multiplizieren, erhalten wir ln von jetzt nicht mehr n durch n0, sondern n0 durch n durch Lambda. Zum Schluss ersetzen wir Lambda mit ln2 durch die Halbwertszeit t1 halb und erhalten t gleich t1 halb mal ln n0 durch n durch ln2. 16. Beispiel. Wurzel aus 1 durch r Quadrat plus Omega c minus 1 durch Omega l zum Quadrat gleich y. Das soll nach r umgestellt werden. Zunächst stört uns ja die Wurzel, deswegen quadrieren wir den ganzen Ausdruck. Und anschließend subtrahieren wir die blaue Klammer hoch 2. 1 durch r Quadrat gleich y Quadrat minus in Klammern Omega c minus 1 durch Omega l Quadrat. Jetzt tauschen wir im Grunde diesen ganzen Ausdruck gegen r Quadrat aus und anschließend ziehen wir die Wurzel. R gleich 1 durch Wurzel aus y Quadrat minus in Klammern Omega c minus 1 durch Omega l zum Quadrat. Zum Selbsttest könnt ihr das Video jetzt wieder stoppen. 17. Aufgabe. K plus mx Quadrat durch mx gleich a. Wir suchen m. Dazu multiplizieren wir zunächst mit dem Nenner mx. K plus mx Quadrat gleich amx. Wir subtrahieren amx und k. mx Quadrat minus amx gleich minus k.
Jetzt wird m ausgeklammert. M mal in Klammern x² minus ax gleich minus k. Zum Schluss teilen wir durch die Klammer. M gleich minus k durch x² minus ax. X können wir hier ausklammern. Minus k durch x mal in Klammern x minus a. Wenn wir noch mit minus 1 Zähler und Nenner mal nehmen, erhalten wir k durch x mal in Klammern a minus x. Die gleiche Formel soll in Aufgabe 18 nach x umgestellt werden. Wir benutzen zunächst diese Umstellung, die wir oben schon gemacht haben, und addieren k. Mx² minus amx plus k gleich 0. Um die Normalform einer quadratischen Gleichung anwenden zu können, dividieren wir durch m. X² minus ax plus k durch m gleich 0. Nun können wir die Lösungsformel der quadratischen Gleichung anwenden. X an 2 gleich minus von minus a durch 2 halbe plus minus Wurzel aus a halbe zum Quadrat minus k durch m. 19. Beispiel. M mal r mal t mal ln von v2 durch v1 gleich w. Wir stellen nach v2 um. Dazu dividieren wir zunächst durch m mal r mal t. Ln v2 durch v1 gleich w durch mrt. Wir verwenden jetzt die Umkehrfunktion vom natürlichen Logarithmus, nämlich e hoch x. v2 durch v1 gleich e hoch w durch mrt. Zum Schluss multiplizieren wir noch mit v1. V2 gleich V1 mal E hoch W durch MRT. 20. Beispiel. P0 mal E hoch CH gleich P. Wir wollen nach H umstellen. Dazu dividieren wir durch P0. E hoch minus CH gleich P durch P0. So, um E zu beseitigen, brauchen wir die Umkehrfunktion von E hoch X, nämlich ln X. Minus CH gleich ln von P durch P0. Zum Schluss dividieren wir durch minus c. H gleich ln von p durch p0 durch minus c. Wenn wir hier mit minus 1 Zähler und Minimal nehmen, erhalten wir ln von p0 durch p durch c. Danke fürs Zuschauen.